Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Legend of Zelda Skyward Swords HD. Wir sind gerade im Renelle-Steinwerk und ich wollte... Okay, das war nicht mein Plan. Und ich wollte unbedingt nochmal kurz hier rüber gucken. So, denn ich glaube, wir haben fast alles gesehen, bis auf das, was hier oben auf uns wartet. Okay, ein bisschen Loot und eine Fledermaus. Na komm. Ja, das war dumm. Gut. Gönn uns das Herzchen. Aber wir haben Loot bekommen. Das war's wert. Okay. Noch eine Fledermaus. Na komm. Das gibt's doch nicht. Gut. Loot. Okay, okay. Eine Kiste. Rupees. Okay, und wir können die Kiste auf die Seite schieben. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Wenn wir uns das so angucken, haben wir jetzt einen Shortcut freigeschaltet. Okay, okay. Na gut, dann war das wohl die Sinnhaftigkeit davon. Dann können wir jetzt weitergehen und hoffentlich endlich die Boss-Tür erreichen. So. Chup, 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 chup. So, weiter geht's. Denn die müsste ja eigentlich da drüben irgendwo auf uns warten. So, können wir das noch kurz freipusten? Die Frage ist nur, was machen wir hier gerade? Achso, wir machen hier das hier. Mhm, gut. Das ist schon mal essentiell wahrscheinlich. Ach du Gott, ich war jetzt überhaupt nicht bereit, was auf mich zukommt. Ich hoffe, wir lacken jetzt gerade einfach hier durch, weil ich einfach nicht dafür bereit war. Wir hätten eigentlich hier ganz genau gucken sollen, dass uns dieser Wind nicht erwischt, aber ja gut. Ja, durchgelackt. Würde ich jetzt mal sagen. Okay. Das war's aber hier eh. Wartet, wo müssen wir überhaupt hin? Ah, hier. Oh mein Gott, ich habe die Tür übersehen. Okay, okay. Versuchen wir, dieses tolle Rätsel zu lösen. Oh, das sieht aber gut aus. Wie kriegen wir das hin, dass es noch besser passt? Yes! Oh Gott, das war das Schnellste, was wir je gelöst haben. Vielleicht ist meine Gehirnkapazität doch vom frühen Morgen am besten. Es ist gerade 7.30 Uhr. Ich muss mich beeilen, denn um noch ein bisschen was zumindest aufzunehmen, bevor ich auf die Andi-Night gehe, und dort ist viel zu arbeiten, aber ich freue mich schon. Ja, und damit nicht keine Videos kommen, versuche ich halt ein bisschen was vorzuproduzieren. Es kommt am Wochenende wieder nur noch ein Video pro Tag, aber wir kriegen das hin. Also zumindest ein Zelda-Video und ein Heaven's Park-Video. Oh, holy crap. What are you? Ach du Gott. Das sieht nicht gut aus. Dunkler Ionenskorpion. Ja, holy. Was machen wir? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heiliger Bimbam. Ach du Gott, okay, 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 okay. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Wir verlieren urviel Leben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwie, ich bin sehr schlecht darin. Warum? Wir können nur seine Augen treffen. Ich hab's gecheckt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es läuft. Okay. Oh, wir haben ihm seine Hand abgeschlagen. Yes.
Oh, richtig gut, Leute. Okay, richtig gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist nicht gut. Wir werden sterben, wir werden sterben. Ja. Das ist aber nicht schlimm, wir haben noch 3 Feen to go. Das heißt, das sollten wir hinkriegen. Aua. Okay. Oha. Wir haben Urgut geblockt. Was ist jetzt los? Ja, wir können in sein Gesicht pieksen. Okay, what's going up in here? Wo gehst du hin? Können wir ihn wegpusten? Oh ja, wir können ihn auskramen. Yes. Oh. Wo ist er hin? Okay, das hat jetzt nicht geklappt. Warum hat das nicht geklappt? Oh, was war das denn? Hi? Hey, das funktioniert irgendwie gerade nicht so gut. Okay, das hat wieder gut funktioniert. Haben wir ihn getroffen? Oh! Jetzt kommt die zweite Phase. Nee, war ein Scherz. Das war jetzt, wäre jetzt heftig. Wir haben nur eine Fee gebraucht. Sehr nice. Ich finde, wir waren gut equipped. Ich meine, wir hätten wahrscheinlich auch ein paar Herzchen in den, wie heißt das? In den Vasen rundherum einsammeln können. Das wäre wahrscheinlich smart gewesen. Dann hätten wir auch keine Fee verbraucht. Aber, oh, that sounds not that good. Oh nein, wo ist unser Herzchen? Oh, ich wollte die Töpfe noch looten. Ja, wir können uns nicht bewegen. We can't move. Oh, okay. Ja, wieder eine obvious Tür. Okay, Herz einsammeln. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Yes. Oh, wir können sogar noch looten. Das ist sehr toll. Ja, hier wären Herzchen drin gewesen. Habe ich mir sogar gedacht. Na gut. Und hier könnten wir sogar hochklettern. Ist das dein Ernst? Okay. Um hier wieder rauszukommen. Interesting. Okay. Na gut. Wo müssen wir raus? Hier müssen wir raus. Dann gehen wir mal. Kommt sicher wieder ein Vortrag von Vieh. Oh, es ist noch nicht zu Ende. What? Wo sind wir denn? Aha. I'm still confused. Nee, ich will da kurz rein, bitte. Rein? Hä, warum bleibt der denn? Oh Mann. Urnervig. Wieso können wir uns nicht einfach schon reinsehen? Hallo? Wieso können wir uns nicht schon reinsetzen? Vorab. Hier sind überall diese Roboter an der Wand. Ultra creepy. So, Käfer, zeig, was du kannst. Käfer-Action. So. Und let's go. Oh, sehr schön. Sehr episch. Okay. Gut. Hinein mit uns. Ja gut, vielleicht kurz als Tipp, falls ihr noch Feen sucht, denn ich gehe immer, bevor wir irgendwo hingehen, erstmal Feen looten und das mache ich immer in dem ganz ersten Gebiet, in diesem Tempel ganz am Anfang, der nur halb da ist. Dort kann man Feen looten, aus der Tür rausgehen, Feen looten, aus der Tür rausgehen. Sehr praktisch.
Holy. Zelda, schnell ins Portal. Link, nimm dies. Du wirst es benötigen. Du hast die Lyra der Göttin erhalten. Beeil dich! Oh nee, Impa! Link, beeil dich, alles in Ordnung, Zelda. Beeil dich. Ich bringe sie in Sicherheit. Pass auf dich auf. Link, du musst die Hüterin des Siegelhains besuchen. Sie wird dir den Weg weisen. Bis bald. Ganz bestimmt, wir sehen uns wieder. Versprochen! Ach, Link. Ich war bisher wohl zu gnädig mit dir. Für diese Unverschämtheit hast du dir eigentlich eine Strafe verdient. Doch meine Zeit ist mir zu schade, um sie mit dir zu teilen. Aber merke dir, nächstes Mal werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Okay. Ich wollte gerade sagen, Bosskampf nach dem Bosskampf? Oh, das Portal ist kaputt. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura nicht mehr. Nee, was du nicht sagst! Als dieses Portal zerstört wurde, habe ich Zeldas Aura plötzlich verloren. Du kannst sie mit der Aurasuche nicht mehr aufspüren. Zeldas Begleiterin sagte, du solltest die Hüterin des Siegelhains treffen. Ich schlage vor, dass du dich zum Tempel des Siegelhains begibst. Ja, obvious. Aber okay, wir können hier noch ein bisschen so looten und so. Sollen wir hier ein bisschen aufräumen? Ich meine, das ist ja nicht umsonst hier. Okay, Insekten haben wir gerade nicht vor. Also die Insekten, ich weiß nicht warum, aber die interessieren mich gar nicht so. Ich will natürlich jede Spezies einmal gefangen haben. Das ist schon so mein Ziel natürlich. Aber ich glaube, das haben wir fast. Also habe ich da jetzt keinen... dringendes Bedürfnis, noch mehr Käfer zu fangen. Wir können mal kurz gucken. Haben wir? Oh, falsches Ding. Ja, wir haben sogar alle Käfer schon gefangen. Okay, gut. Dann können wir noch unseren kleinen Käfer-Buddy benutzen, um hier noch ein bisschen Loot mitzunehmen. Denn ein bisschen Loot wird nicht schaden. Denn wir gehen ja jetzt wieder zurück, wahrscheinlich, nehme ich an, ins Wolkenmeer, in den Wolkenhort, besser gesagt. Und da brauchen wir Loot. Das wäre sehr praktisch. So. Gut, das muss reichen. So. Da vorne wartet schon unser Koronenkumpel auf uns. Reden wir mal mit ihm, was hat er zu sagen? Du? Du warst drinnen? Was sagst du? Es gibt einen weiteren Geheimgang? Das hättest du mir früher sagen sollen. Ich hatte schon aufgegeben und war nach Hause aufgebrochen, aber dann hörte ich diesen Lärm und bin zurückgekehrt. Jetzt kann ich das Innere erforschen und danach will ich zum Siegelhain. Ich hab zu tun. Ja, können wir ihm nicht sagen, dass wir dort auch hinwollen? Warte. Jetzt kann ich das Innere erforschen und danach will ich zum Siegelhain. Okay. Er hat anscheinend, ob wir es keinen Bock mit uns zu reden. Gut. Oh, das Geräusch ist ja grauenhaft. Okay, Loot. Gut. Gönnen wir uns natürlich.
Und dann sprechen wir. So, ja, was ist der Plan? Ich würde schon sagen, zum Siegelhain zurückzukehren, oder? Alles andere macht ja... Also zum Siegelhain, ich will nicht zum Siegelhain eigentlich. Warte, wir können ja mal gucken. Zum Siegelhain, ja, dort könnten wir jetzt hingehen. Ja, okay, sollen wir dort hingehen? Achso, aua, oh mein Gott, das war assi. Also ich glaube, wir können dort ja eh nicht uns direkt hin teleportieren. Wir müssen ja ins Wolkenmeer reisen. Aber gut. Wir können dann nochmal gucken, ob wir noch ein paar Kisten befreit haben. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ehrlich gesagt habe ich den Überblick ein bisschen verloren. Dieser Dungeon-Bereich hat jetzt so lange gedauert. Ich glaube 3 oder 4 Folgen. Das war jetzt irgendwie ein bisschen lang. Also wir sind hier und wir haben 2 Kisten hier sogar. Sollen wir bei der Kiste vorbeigucken? Wartet, wie viel Loot können wir denn tragen? Das ist eine strange Frage, I know, aber wir können 600 mittlere Geldbörse. Ich kann 1100 Rubine tragen und wir haben 800. Das heißt, eine Kiste zu holen wäre gar nicht so eine dumme Idee. Na gut, dann gönnen wir uns diese Kiste am Weg. Dun, 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 dun. Irgendwie sieht das schon wieder nach nichts aus. Bin ich schon wieder verwirrt? Achso, wir sollten vielleicht ein bisschen steigen. Das sieht mir gerade ein bisschen nach diesem Stein aus. Kann das sein? Oder was ist hier los? Das verwirrt mich jetzt aber sehr. So, nochmal umdrehen. Hey, wo ist der Stein? Hey, komplett lost, zu 100%. Oh Gott. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Ich dachte, wir kriegen das hin, aber nee, natürlich nicht. So, jetzt aber. Oh. Oh mein Gott. Gut, Kiste. Oh, du hast eine Herzmedaille erhalten. Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger auf Herzen stoßen. Nimm sie mit, falls dir deine Gesundheit am Herzen liegt. Oh. Deine Tasche ist voll, es wird im Itemlager verstaut. Okay, okay. Ich würde ultra gerne noch wissen, ob wir uns da reinfallen lassen können. Kriegen wir das, glaubt ihr, hin? Weil wir haben das halt nicht so genau. Können wir hier besser zoomen? Ich würde halt schon urgerne so. So. Und wir müssen uns halt genau fallen lassen. Oha! Ah, okay. Das war unnötig. Können wir auf den bouncen oder was ist hier los? Aber da oben... Ah, da ist noch eine Kiste. Okay, wenn wir den Greifhaken haben. Na gut. Ich wollte... Oh Gott, die Taste ging gerade nicht. Ich wollte es nur kurz angucken. So, dann können wir ja weitergehen in den Siegelhain eigentlich. Denn was Besseres haben wir eh nicht vor. Also natürlich ein bisschen Loot kaufen. Wieder bei unserem fliegenden Händler. Aber sonst... So. Wir sind ja gleich da eigentlich. Der Weg ist zum Glück recht kurz. Ich finde, das Wolkenareal geht so von der Größe. Ist solide. Kann mich nicht beschweren. Dafür war jetzt gerade die Sandwüste echt groß. Hä? Oha. Link, hilf mir! What the fuck? Aua. Mir tut alles weh. Hast du nie gelernt, anständig zu landen, Link? Ach, Figelchen. Oh. Was waren das für winzige Vögel? Diese waren nur cute. Na ja, der Corona. Und was? Was? Was ist das? Aber wie? Wer? Wieso? Wo bin ich hier?
Was ist hier eigentlich los? Nachdem Zelda verschwunden war, bist du ständig irgendwo unterwegs gewesen. Ich habe mir gedacht, wenn ich mich an dich ranhänge, finde ich Zelda. Aber wo sind wir jetzt? Was ist das hier? Was ist das für ein Ort? Weißt du es? Ist Zelda hier? Unter den Wolken sollte doch gar nichts sein. Oder wie war das? Jetzt erklärt er ihm, wo wir sind. Na, die kleinen Babyvögel. So ganz komme ich nicht mit bei dem, was du da erzählst. Ist Zelda nun in Sicherheit oder was? Gut, sie ist also in Sicherheit. Sie ist in Sicherheit. Puh. Das ist gut. So ein Glück. So, Link. Hier ist's eigentlich ja ganz nett. Es fehlt nur noch ein toller Name. Hiermit benenne ich dieses Land Badonin. Nope. Was sagst du da, Link? Du meinst also, dass die alte Frau in dem Tempel dort weiß, wo sich Zelda aufhält? Alles klar, Link. Du hast einen bescheidenen Beitrag geleistet. Jetzt bin ich dran. Von jetzt an werde ich mich persönlich um die Rettung Zeldas kümmern. Ich werde sie retten und mit ihr in den Wolkenhort zurückkehren. Ich werde um Zeldas Hand anhalten. Sie wird Ja sagen und wir werden für immer glücklich sein. Du musst dir also gar keine Hoffnungen mehr machen. Ich gehe dann gleich mal zu der alten Frau. Viel Spaß noch im Leben, Link. Natürlich. Okay, wir haben noch unseren Kumpel. Hey. Ha? Da bist du ja wieder. Und in Eile, wie immer, habe ich recht. Mir geht es da ähnlich. Ich bin noch immer dabei, die Wunder dieser Erde zu erforschen. Keine leichte Aufgabe. Soll ich dir etwas davon erzählen? Ja, klar. Na dann hör jetzt gut zu. Ich habe nämlich etwas Neues herausgefunden. Es gibt in dieser Welt Wände und Statuen, die auf schöne Klänge reagieren. Willst du mehr dazu hören? Klar doch. Ah, das höre ich gern. Du bist ein echter Abenteurer. Doch bevor ich dir von Wänden und Statuen erzähle, sag mal, kennst du den Himmelsfalter? Ja, das war doch dieser Schmetterling, oder? Gut, dann kann ich ja gleich zur Sache kommen. Den alten Schriften zufolge versammeln sich die Himmelsfalter in der Nähe der Statuen und Wände. Beinahe scheint es, als würden sie um deren Besonderheit wissen. Willst du mehr dazu hören? Ja, gerne. Was interessiert dich, Statuen? Den alten Schriften zufolge bewegen sich diese Statuen derweilen, sie mysteriöse Botschaften aussprechen. Es sind für wahrsprechende Statuen. Warum fragt er die ganze Zeit? Ja, also ehrlich gesagt bin ich noch nicht ganz so weit. Aber beim nächsten Mal kann ich dir mehr darüber erzählen, versprochen, okay? Aber wir hatten noch Wände. Himmelsfalter, gerne. Ich will noch zu den Wänden. Wände. Den alten Schriften zufolge hat die Göttin diese Wände hinterlassen, damit ein Held sie finden kann. Und angeblich kommt das, was dieser sich wünscht, dann aus den Wänden hervorgesprungen. Man nennt sie die Wände der Göttin. Willst du mehr erfahren? Gerne. Ja, also ehrlich gesagt bin ich noch nicht ganz so weit. Okay. Gut, haben wir wieder was gelernt hier. Aber ich würde sagen, das ist auch die perfekte Show. Wo sind wir eigentlich gerade? Hier? Ah, hier sind wir, wo wir hier runterkommen. Ah. I got it. Gut.
Eigentlich ist das die perfekte Stelle, um eine kleine Pause zu machen. Also würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, ciao.